Sie hat lange behaarte Beine, lebt im Verborgenen, ist mit Dornen ausgestattet und manchmal sogar giftig. Es ist ein Tier, vor dem sich viele von uns ekeln. Die Spinne. Der Schlüssel für das Überleben einer Art, so Charles Darwin, ist ihre Anpassungsfähigkeit. Und Spinnen sind ein Wunder der Anpassung. Sie scheinen sich überall zurechtzufinden. 42.000 Spinnenarten sind bis heute bekannt. Sie bevölkern unsere Häuser, unsere Gärten. Keine Umgebung ist ihnen fremd. Ob im Hochgebirge, auf fernen Inseln oder im heimischen Wohnzimmer, die nächste Spinne ist nie weit. Die Spinnen haben die Erde erobert. Sie passen sich an, spezialisieren sich, vermehren sich. Nur wenige Wissenschaftler wie Christine Rollard sind in der Lage, die vielen noch unbekannten Spinnenarten zu bestimmen. Sie betreut die umfangreiche Spinnensammlung im Pariser Naturkundemuseum, der sie immer wieder neue Exemplare hinzufügt. Mehrere 10.000 Arten gibt es noch zu entdecken, schätzt die Forscherin. Auf einer Wiese wie dieser beträgt die Siedlungsdichte etwa 200 Spinnen pro Quadratmeter. Das ist enorm viel. Die meisten sind zu klein, um sie mit bloßem Auge zu erkennen. Deswegen verwenden wir verschiedene Fangmethoden. Täglich werden neue Arten entdeckt. Und die präzisesten Informationen erhalten wir, wenn wir sie hier in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. 200 Spinnen pro Quadratmeter. Das sind 10 an einem einzigen Grasbüschel. Um sie sehen zu können, müssen wir den Maßstab verändern und in eine Welt eintauchen, in der ein Grashüpfer so groß wie ein Elefant erscheint. Denn die meisten Spinnchen messen nur wenige Millimeter. Wie ist es diesen winzigen Tieren gelungen, bis in die letzten Winkel der Erde vorzudringen? Spinnen verbreiten sich über die Luft, kurz nachdem sie geschlüpft sind. Sie sind dann Teil des Luftplanktons. Dafür produzieren sie einen Flugfaden am Hinterteil und lassen sich vom Wind davontragen. Diese Art der Ausbreitung findet auf allen Kontinenten statt, außer an den beiden Polen. So segeln sie durch die Welt, manchmal tausende Kilometer weit. Messballons haben sogar schon Spinnen aus 4000 Meter Höhe mitgebracht. Am Ende ihrer Reise finden sie eine neue Heimat. Christine Rollard ist auf der Suche nach solchen fremden Siedlern. In den Zwischenräumen könnten welche sitzen. Spinnen verstecken sich gern unter der Rinde, auf Zweigen und Blättern, bis hinauf in die höchsten Wipfel der Baumkrone. Man muss wirklich überall nach ihnen suchen. Dass die Spinnen so lange überdauert haben, verdanken sie ihrem Anpassungsvermögen und einem ganz besonderen Geschenk der Evolution, der Spinnenseide. Die Seide, dieser robuste Faden, mit dem die Spinne ihren Kokon baut, ihre Beute fesselt und ihr Netz webt. In seinem Labor an der Universität Oxford versucht Chris Holland, das Geheimnis dieses faszinierenden Materials zu lüften. Sein Forschungsobjekt sind die tropischen Seidenspinnen, die besonders große Netze weben.
einen großen Appetit an den Tag legen. Die Spinnen hier sind keine Vegetarier. Am liebsten fressen sie Fliegen, damit füttern wir sie. Spinnenseide ist ein außergewöhnliches Material. Ein Spinnennetz hält nicht nur dem Gewicht seines Bewohners stand, es kann sogar den Aufprall eines fliegenden Beuteinsekts auffangen, obwohl so ein Faden 30 Mal dünner ist als ein Menschenhaar. Auch für uns ist dieses Material interessant, weil es sehr viel reißfester ist als die besten synthetischen Fasern. Um die Seide zu untersuchen, fixiert Chris Holland die Spinnen und zieht ihnen den Faden aus dem Hinterleib, manchmal bis zu 30 Meter am Stück. Das Bemerkenswerte bei Spinnen ist, dass sie alles, was sie für ihr Netz brauchen, im Körper tragen. Anders als die meisten anderen Tiere, die das Baumaterial für ihr Nest oder ihren Bau in der Umgebung suchen müssen. Diese Spinne besitzt genügend Proteine, um Fäden für drei ganze Netze zu produzieren. In den Spinndrüsen ist die Seidenlösung gespeichert, ein proteinhaltiges Sekret. Wird dieses flüssige Sekret nach draußen gedrückt, verändert sich sein Aggregatzustand. Kurz vor dem Austritt ist es zu einem festen Faden erstarrt. Die Stabilität des Spinnfadens resultiert aus der Vernetzung mehrerer paralleler Eiweißketten. Die unvernetzten Bereiche verleihen ihm seine hohe Elastizität. Spinnenseide ist fester als Stahl und belastbarer als Nylon. Doch was genau passiert beim Spinnvorgang? Um das Ganze zu veranschaulichen, rührt Chris Holland einen Brei an, mit Maisstärke. Das ist ein Beispiel für ein nicht-newtonsches Material, das sich entweder wie eine Flüssigkeit oder wie ein Feststoff verhält, je nachdem, wie viel Energie zugeführt wird. Wenn ich meine Hand sehr langsam hineindrücke, versinkt sie. Versuche ich es jedoch extrem schnell, reagiert das Material ganz anders, mehr wie ein Feststoff. Wenn ich etwas davon nehme und schnell knete, lässt es sich zu einer Kugel formen. Doch dann wird es wieder flüssig. Die Seidenlösung reagiert ganz ähnlich. Solange sie sich in der Drüse befindet, hat sie viel Platz und bleibt flüssig. Aber sobald sie in den engen Spinnkanal gepresst und beschleunigt wird, nimmt sie Energie auf und verwandelt sich in eine feste Faser. Spinnen besitzen mehrere Spinndrüsen, in denen sie Fäden mit unterschiedlichen Eigenschaften produzieren können, je nach Bedarf. Ein Spinnennetz ist ein komplexes Gebilde, dessen Bau einer ganz eigenen Choreografie folgt. Die ersten sternförmig angelegten Fäden dienen als Gerüst und müssen besonders strapazierfähig sein. Nun wird von der Netzmitte aus eine Hilfsspirale eingezogen. Anschließend ändert sich die Beschaffenheit der Seide. Die Spinne kehrt zur Mitte zurück und wickelt dabei einen elastischen, klebrigen Faden ab. Auf ihrem Weg frisst sie die Hilfsspirale nach und nach auf. So sieht ein Klebfaden unter dem Elektronenmikroskop aus. Durch die Feuchtigkeit der Umgebungsluft entstehen winzige klebrige Tropfen, aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur.
Um sich nicht in ihrer eigenen Falle zu verfangen, überzieht die Spinne das untere Ende ihrer Beine mit einer öligen Substanz, die ein Festkleben verhindert. Der Morgentau offenbart die perfekte Geometrie der Konstruktion. Ein zartes Gespinst. Da die Fäden aus wertvollem Eiweiß bestehen, frisst die Spinne ihr altes Netz auf, bevor sie ein neues in Angriff nimmt. Durchschnittlich 1 bis 2 Mal am Tag erschafft sie so ein filigranes Kunstwerk. Spinnennetze gibt es in vielen verschiedenen Formen. Einige davon sind kleine architektonische Wunder. Man findet sie überall, in der Natur genauso wie in unseren Häusern. Auch Christine Rollard interessiert sich für sie. In Kellern und Schuppen ist die Ausbeute besonders hoch. Dort, wo sich der Staub in den Netzen sammelt und sie düster und gespenstisch erscheinen lässt. Hier ist das Reich einer Spinne, deren Anblick manche von uns schaudern lässt. Anders als viele meinen, bauen nicht alle Spinnen geometrische Netze. Hier haben wir ein schönes Beispiel für ein Trichternetz. Und die werden vor allem von der Hauswinkelspinne gebaut. Ihr behaarter Körper hat den Hauswinkelspinnen einen schlechten Ruf eingebracht. Früher glaubte man, sie würden die Bewohner nachts im Schlaf heimsuchen und beißen. Dabei sind die Tiere völlig harmlos. Aber Legenden haben ein langes Leben. Auch die große Zitterspinne ist ein häufiger Gast in unseren Häusern. Ihr Netz ist ein unregelmäßiges, lockeres Gewebe, in dem sich die Beuteinsekten verheddern. Ihren Namen verdankt die Zitterspinne ihrer Fähigkeit, sich schnell hin und her zu schwingen. Ein Trick, um Fressfeinde zu verwirren. Da ist ein weiteres interessantes Netz. Es gehört einer Sektorspinne. Die bauen gerne an Fensterrahmen. Es ist zwar ein Radnetz, aber an einer Stelle fehlen die Spiralfäden. Die Spinne sitzt in ihrem Schlupfwinkel und ist mit einem Signalfaden mit der Netzmitte verbunden. Sobald sich ein Insekt verfangen hat, bewegt sich der Faden und die Spinne stürzt herbei. Ganz andere Netze verbergen sich in den Hecken unserer Gärten. Um sie zu finden, braucht man gute Augen, denn sie sind kleiner als ein Reiskorn. Ah, da ist eine.
Die Dreieckspinne baut ein ganz besonderes Netz, ein dreieckiges Radnetz, mit dem sie über einen kurzen Faden aus ihrem Hinterleib verbunden ist. Geht ein Insekt in die Falle, verlängert die Spinne den Faden und das Netz fällt über der Beute zusammen. Nicht alle Spinnenarten bauen Netze. Die Speispinne zum Beispiel überwältigt ihre Beute aus einiger Entfernung. Anstatt ein Netz zu weben, wirft sie Leimfäden über ihre Opfer. Robert Sutter, Professor am renommierten Vassar College in der Nähe von New York, hat sich auf die ungewöhnlichen Jäger spezialisiert. Ich versuche jetzt, diese Köderspinne der Speisspinne direkt vor die Nase zu setzen. So. Ah, das konnte man nicht sehen, es ging zu schnell. Sie braucht weniger als 35 Millisekunden, um ihr Netz auszuwerfen. Keine Chance, es mit bloßem Auge zu verfolgen. Deswegen hat Robert Sutter eine Hochgeschwindigkeitskamera installiert. Die Speispinne wird auf einem Objektträger fixiert und mit einem starken Lichtstrahl angeleuchtet. Um den Spukvorgang beobachten zu können, müssen wir 2000 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Die Klebfäden werden durch die Kieferklauen herausgeschleudert, die dabei blitzschnell hin und her schwingen. Hier erkennt man, wie die Kieferklauen der Spinne von links nach rechts oszillieren, und zwar 1000 Mal pro Sekunde. Diese Bewegung wird nicht durch Muskelkraft erzeugt, denn Muskeln können gar nicht so schnell kontrahieren. Urheber ist vielmehr die klebrige Flüssigkeit, die in hohem Tempo herausgepresst wird. Das ist wie bei einem Gartenschlauch, der einem beim Gießen aus der Hand rutscht und dann über den Boden peitscht. Der Körper der Speispinne hat sich ihrer Jagdtechnik angepasst. Es ist die einzige Spinnenart, die noch zusätzliche Drüsen im Vorderleib besitzt, daher die aufgewölbte Form. Mithilfe einer anderen Vorrichtung untersucht Robert Sutter die Beschaffenheit der Speispinnenseide. In diesem Experiment lassen wir die Spinne auf zwei Drahtstücke spucken. Dabei werden wir beobachten, dass ihre Fäden noch eine andere Eigenschaft besitzen. Sie kontrahieren. Was daran zu erkennen ist, dass sich die beiden Drähte aufeinander zubewegen.
Nachdem die Spinne die Fäden herausgeschleudert hat, ziehen sich diese zusammen und die Beute kann sich nicht mehr rühren. Ein raffiniertes System. Speispinnen begeben sich vor allem nachts auf die Jagd. Tagsüber sind sie vor Fressfeinden auf der Hut und suchen Schutz unter Steinen. Andere Arten machen sich unsichtbar, wenn sie auf Beute lauern. Diese Krabbenspinne zum Beispiel kann innerhalb weniger Stunden die Farbe wechseln, um mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. Derart gut getarnt verharrt sie reglos, bis ein Opfer in Reichweite auftaucht. Mit ihren kräftigen Vorderbeinen versucht sie, das überraschte Beutetier zu packen, das oft um einiges größer ist als sie selbst. Die Spinne besitzt eine tückische Waffe, die den Jagdausgang begünstigt. Ihr Gift. Durch einen Biss in den Nacken lähmt sie den Schmetterling binnen Sekunden mit einem Neurotoxin, das sie über ihre Kieferklauen, die Helizeren, injiziert. Für den Menschen ist das Gift in der Regel harmlos. Doch für viele Insekten ist die Dosis tödlich. Und es setzt einen verblüffenden Mechanismus in Gang. Im Organismus des Beutetiers bewirkt das Spinnengift, dass sich die Körperzellen verflüssigen. Nun kann die Spinne ihre vorverdaute Nahrung aufschlürfen, ohne sie lange kauen zu müssen. Eine weitere Spezialisierung, die zum Erfolg dieser Tiere beiträgt. Doch nicht alle Spinnen verzehren Insekten. Die Wasser- oder Silberspinne lebt als einzige Spinnenart unter Wasser. Um dort ohne Kiemen atmen zu können, fängt sie an der Oberfläche Luftbläschen ein, die sie sich mit Seidenfäden fest um den Hinterleib schnürt. Die Luft sammelt sie in ihrem dicht gesponnenen Netz im Uferbereich, das ihr als eine Art Tauchglocke dient. Die Wasserspinne ist so stark, dass sie sich sogar an kleine Fische heranwagt. Ergriffene Beute zerrt sie in ihre Luftblase, wo das Gift wirken kann, ohne sich aufzulösen. Während man im Wasser nur diese eine Spinnenart antrifft, tummeln sich auf unseren Wiesen rund 5000 Arten einer der größten Spinnenfamilien, der Springspinne. Beim Anblick ihrer übergroßen Hauptaugen lässt sich unschwer erraten, welches ihre Spezialisierung ist. Springspinnen sind, dank ihres hochentwickelten Sehsinns, exzellente Sichtjäger. An der Universität Massachusetts erforscht Elizabeth Jacob die in der Tierwelt einzigartigen Augen. Jumping spiders
Springspinnen haben ein ausgezeichnetes Sehvermögen, das beste von allen an Land lebenden Wirbellosen. Und dieses nutzen sie vor allem bei der Jagd. Sie jagen ähnlich wie Katzen. Sie schleichen sich an ihre Beute heran und stürzen sich dann mit einem gezielten Sprung auf sie. Die Sprungweite von Springspinnen kann das 20-fache ihrer Körpergröße betragen. Ihre scharfen Augen befähigen sie zu akrobatischen Höchstleistungen. Springspinnen besitzen 8 Augen. Die größten, die Hauptaugen vorne am Kopf, sind hochspezialisiert und lassen sie noch das kleinste Detail erkennen. Wir wollen herausfinden, wie die verschiedenen Augen zusammenarbeiten. Dazu übermalen wir einige davon mit Farbe, wie in diesem Fall die Hauptaugen. Offensichtlich kann sie das Beutetier trotzdem sehen. Allein mit ihren kleineren Punktaugen, mit denen sie zur Seite und nach hinten schauen kann. Auch vorne am Kopf hat sie noch ein Augenpaar. Anscheinend kann sie die Beute nicht mehr als solche erkennen. Sie läuft auf sie zu und zieht sich wieder zurück, so als wüsste sie nicht, was sie da vor sich hat. Die Hauptaugen haben einen besonderen Aufbau. Sie besitzen eine feste Linse außerhalb des Spinnenkörpers und einen langen Glaskörper mit einer winzigen Netzhaut, die es ihr erlaubt, Details scharf zu sehen. Diese Netzhaut besteht aus vielen lichtempfindlichen Zellen, erfasst aber, weil sie so klein ist, nur ein winziges Blickfeld. Dafür kann sie sich im Auge hin und her bewegen. Ja, der ganze Glaskörper im Schädel der Spinne bewegt sich. Daher hat die Spinne ähnlich wie der Mensch ein großes Gesichtsfeld. Die Hauptaugen der Springspinne besitzen röhrenförmig verlängerte Glaskörper. Spezielle Muskeln sorgen für ihre Beweglichkeit und machen sie zu einem perfekten Werkzeug für die Sichtjagd. Und die geht sogar nach Einbruch der Dunkelheit weiter. Anders als Springspinnen können einige Wolfsspinnenarten auch nachts ausgezeichnet sehen. Wenn Robert Sutter den Strahl seiner Lampe ins hohe Gras richtet, sieht man im Dunkeln Spinnenaugen funkeln, ähnlich wie die von Katzen. Wenn Licht auf das Spinnenauge fällt, reagiert es entweder direkt mit einem Fotorezeptor oder wird zunächst von einer Art winzigem Spiegel im Inneren des Auges reflektiert und reagiert dann mit einem Fotorezeptor. Auch Hirsche, Hunde und Katzen haben solche Nachtsichtaugen. Damit hat die Evolution den nachtaktiven Säugetieren ein besseres Sehvermögen beschert. Wolfsspinnen sind mit derselben Fähigkeit ausgestattet. Doch Wolfsspinnen und Springspinnen bilden eine rühmliche Ausnahme unter den Spinnentieren. Die meisten Spinnen haben schlechte Augen. In der Regel nehmen Spinnen ihre Umgebung über Erschütterungen wahr.
Dank eines speziellen Tastsinnesorgans, sogenannter Becherhaare, entlang ihrer Beine, spüren sie jede Vibration. Spinnen haben keinen Gehörsinn. Doch die Becherhaare, die ihre Beine bedecken, nehmen Schallwellen wahr. Sie registrieren noch die geringste Luftbewegung, die ein sich näherndes Fluginsekt verursacht. Das gesamte Kommunikationssystem der Spinnen beruht auf ihrer Fähigkeit, Schwingungen wahrzunehmen, die dem menschlichen Ohr verborgen bleiben. Das Laub des Waldbodens ist für die Spinnen der perfekte Lebensraum. Nicht nur, weil sie hier jede Erschütterung ihrer Beutetiere registrieren. Es dient ihnen auch zur Kommunikation mit potenziellen Partnern. Bei einigen Arten ist Trommeln und Klopfen ein wichtiges Element des Paarungsrituals. Akustische Laute, die unhörbar sind, jedoch nicht für die Wissenschaftler. George Wetz von der Universität Cincinnati ist Spezialist für die Kommunikation unter Spinnen. Er erforscht eine bestimmte Wolfsspinnenart, die in Nordamerika stark verbreitet ist. Seit über 20 Jahren versucht er, ihre Körpersprache zu entschlüsseln. Das Spinnenweibchen hat auf diesem Blatt Seide abgelegt, deren Duftstoffe das Männchen zur Balz anregen. Ich werde die Geräusche auf dem Blatt nun mit einem Laservibrometer, einem sehr feinen akustischen Messgerät, aufnehmen. Denn sobald ich das Männchen dazusetze, müsste es als Reaktion auf die Seide einen Balztanz aufführen. Das Männchen nutzt das welke Blatt wie eine Trommel, um dem Weibchen seine Bereitschaft zu signalisieren. Unter Einsatz seines gesamten Körpergewichts versucht es, möglichst starke Schwingungen zu erzeugen. Die seismischen Signale, die das Weibchen empfängt, enthalten allerlei Informationen über das Männchen. So sagt die Amplitude des Signals etwas über die Größe des Männchens aus, während die Dauer und Frequenz auf seine Kraft oder Gesundheit schließen lässt. Wenn man parallel zur Tonanalyse das Video betrachtet, wird deutlich, dass das Männchen neben den Vibrationssignalen auch visuelle Signale aussendet. Diese multimodalen Signale sind sensationell und höchst effektiv, um die Aufmerksamkeit eines Weibchens zu erregen. Wenn auch die visuellen Signale bei der Brautwerbung eine Rolle spielen, wie sehen sie dann wohl bei den Springspinnen mit ihrem hochentwickelten Sehsinn aus? Damien Elias von der Universität Kalifornien untersucht eines der komplexesten Paarungsrituale im Reich der Spinnen. Dafür setzt er eine weibliche Springspinne in die Mitte einer kleinen Trommel, die an einen Vibrometer angeschlossen ist. Eine Drehvorrichtung ermöglicht es ihm, das Weibchen perfekt zu seinem Partner auszurichten. Wir müssen das Männchen so positionieren, dass es das Weibchen sehen kann. Für das Männchen ist die Paarung nicht ganz ungefährlich. Spinnen sind Kannibalen und die Männchen den Weibchen oft körperlich unterlegen. Dieses Springspinnenweibchen paart sich nur ein einziges Mal in seinem Leben. Da will der Partner gut gewählt sein. Das Männchen muss in einem komplizierten Balztanz beweisen, dass es das Beste und Stärkste ist. Dem scharfen Blick des Weibchens entgeht nicht der geringste Fehler.
Während es mit den Vorderbeinen winkt, vibriert sein Hinterleib sehr schnell. Denn die Vibrationen werden vom Hinterleib und nicht von den Beinen erzeugt. Das ist die Beinbewegung in Zeitlupe. So können wir sein Verhalten genauer studieren. Das Männchen nähert sich blitzschnell und berührt das Weibchen. Man sieht sogar die Härchen umknicken, wenn er sie streichelt. Dann nimmt er seine flinken Beinbewegungen wieder auf. Der Balztanz ist nur die erste Hürde. Für viele Männchen gleicht das Liebesspiel eher einem Spießrutenlauf. Männliche Seitenspinnen leben besonders gefährlich. Hier ist der Größenunterschied extrem. Und nur wenn das Weibchen gerade mit Fressen beschäftigt ist, hat das Männchen überhaupt eine Chance. Vorsichtig nähert es sich. Das Schwierigste ist, zum Unterleib vorzudringen, ohne gefressen zu werden. Am Ziel angelangt, braucht es nur noch, seine Begattungsorgane einzuführen. Diesmal ist es gut gegangen. Jetzt, wo die Gefahr vorüber ist, kann es sich einen kleinen Imbiss auf dem Weg nicht verkneifen. Goldene Regel für Spinnenpaare: die Gastfreundschaft nie überstrapazieren. Kurze Zeit nach der Begattung legt das Weibchen seine Eier ab. Und auch hier zeigt sich die Evolution höchst erfinderisch. Einige Arten weben aus Spinnenseide einen schützenden Eikokon für den Nachwuchs. Viele Spinnenarten leben nur ein Jahr. Und diejenigen, die ihre Eier im Herbst ablegen, wie die Wespenspinne, sorgen auf diese Weise dafür, dass die Jungen gut durch den Winter kommen. Mehrere Schichten Spinnenseide halten die Eier, wenn draußen Minusgrade herrschen, im Inneren des Kokons schön warm. Der Bau eines solchen Kokons ist eine hochkomplizierte Angelegenheit. Zunächst hängt das Weibchen den Eisack unter eine kleine Seidenkuppel. Dieser wird sodann mit mehreren Seidenschichten umwickelt, von denen jede eine genaue Funktion besitzt. Die unterste Schicht hält die Eier an Ort und Stelle. Danach produziert das Weibchen eine federleichte, flockige Seide und baut daraus eine Art Wärmekammer, in der die Jungtiere nach dem Schlüpfen ihre ersten Lebenswochen verbringen. Der Kokon hat Form angenommen. Jetzt wird er für mehr Stabilität noch mit einem extrem festen Faden umwickelt. Und zuletzt kommt als Schutz gegen Fressfeinde eine braune Tarnschicht obendrauf. Nach 8 Stunden hat die Wespenspinne ihr Wunderwerk vollendet. Vom unermüdlichen Spinnen erschöpft, wird sie bald sterben. Die Nachkommenschaft ist gesichert. Nicht alle Spinnen werden als Waisen geboren. Bei anderen Arten trägt das Weibchen den Kokon bis zum Schlüpfen der Jungen am Unterleib mit sich herum.
Zum Beispiel die Wolfsspinne, die ihren Nachwuchs sogar auf dem Rücken befördert. Forscher haben Exemplare beobachtet, die über eine Woche lang an die 100 Jungtiere mit sich herumschleppten. Aus den großen Gelegen reift in der Regel nur 1% der Eier zu erwachsenen Spinnen heran. Im Schnitt hinterlässt ein Spinnenpärchen 2 Nachkommen. Damit ist die Arterhaltung gesichert. Doch bis sie selbst so weit sind, sich fortpflanzen zu können, lauern den Jungtieren zahllose Fressfeinde auf. Die Spinnen konnten die Erde erobern, weil sie ganz unterschiedliche Strategien entwickelt haben, um sich ihrem jeweiligen Lebensraum anzupassen. Ihr Erfolgsrezept lautet individuelle Spezialisierung statt Masseninvasion. Und diese Spezialisierungen sind so effektiv, dass Spinnen zu den wichtigsten Regulatoren im Naturhaushalt gehören, noch vor den Vögeln. Sie allein erlegen jedes Jahr 400 Millionen Insekten pro Hektar. Daher sind sie für unser Ökosystem von größter Bedeutung. Und doch leiden die Spinnen noch immer unter ihrem schlechten Ruf. Es ist Zeit, dass wir lernen, sie mit anderen Augen zu sehen, als das, was sie sind. Ein faszinierendes Beispiel für erfolgreiche Anpassung. Morgen jagen wir mit Schwertfischen und Marlinen vor Südamerika und Australien. Und gleich jagt Jean Gabin einen raffinierten Mörder. Im Themenabend über Kommissar Maigret.